Nicht schießen. Ich gehöre zu Jacob. Wir sollten auf sie warten. Aber diese Schweine haben uns gefunden. Wieder hier durch. Ich muss mich in Sicherheit bringen. Oh Gott. Ist alles okay? Ich schaff's schon. Aber ich muss hier weg, falls die Eindringlinge zurückkommen. Da ist eine Höhle. Hinter der Brücke da. Eine Wolfshöhle. Dort sehen sie nicht nach. Aber allein kann ich sie nicht räumen. Nicht so. Wenn sie sie töten, hätten wir einen sicheren Ort zum Sammeln. Ich hätte vielleicht sogar etwas für ihre Pistole. Können Sie uns helfen? Ja, natürlich. Bleiben Sie in Deckung. Ich komme wieder. Danke. Jacob hatte recht mit Ihnen. Darf uns nicht entwischen. Wir müssen wissen, warum sie Team Bravo gefolgt ist. Bravo ist unterwegs auf keinen weiteren Widerstand gestoßen. Findet die Einheimischen. Wir brauchen Antworten. Sie die Höhle geräumt? Die Höhle ist leer. Sie können jetzt hingehen. Dort sind Sie sicher. Vielen Dank. Hier, nehmen Sie. Jacob bat uns, Sie zu beschützen, aber Sie haben gar keinen Schutz gebraucht.
Hier ist ein Pfad. Gut ausgetreten. Thank you.
Wenn hier jemand ist, es ist sicher. Sie kann rauskommen. Sie versteckt sich noch. Sie muss irgendwo hier sein. Vielleicht gibt es eine Spur. Stopp! Stehen bleiben! Ich bin nicht von Trinity. Mein Name ist Lara und deine Waffe ist nicht geladen. Ich kann sehen, dass der Zylinder leer ist. Der Schlagbolzen hat eh nie funktioniert. Du bist verletzt. Ich muss mich nur kurz hinsetzen. Lara, nicht wahr? Ich bin Nadja. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Was kann ich tun? Mein Großvater hat sich nachts aus dem Dorf geschlichen. Ich glaube, er will zum gottlosen Tal, wo die Hexe Baba Yaga lebt. Ich wollte ihn einholen, als mich die Eindringlinge erwischt haben. Vor meiner Geburt hat die Hexe meine Großmutter ermordet. Großvater hat immer von Rache gesprochen. Aber ich hätte nie geglaubt, dass er es tatsächlich wahr macht. Die Zeit ist knapp und in dem Zustand kann ich nicht selbst gehen. Wir müssen ihn finden. Ich werde dort lang gehen und versuchen, seine Spur aufzunehmen. Oh, danke. Der Pfad zum Tal führt durch die Höhle östlich von hier.
Ich habe bei einem toten Eindringling ein Funkgerät gefunden. Kannst du mich hören? Laut und deutlich. Ich kann die Frequenz der Eindringlinge überwachen, während ich mich verarzte. Ich melde mich, wenn ich was Nützliches höre. Was kannst du mir noch über das gottlose Tal erzählen, Nadja? Meine Leute meiden diesen Ort. Schon seit Jahrhunderten. Als die Sowjets hier waren, wollten sie dort einen Vorposten errichten. Aber sie haben Baba Yaga verärgert. Und sie hat sie alle verrückt gemacht. Großvater hat mir alles über sie erzählt. Sie wohnt in einem magischen Haus, das auf Vogelbeinen läuft. Glaubst du denn daran? An das Haus mit Vogelbeinen? Ich glaube, Großvater. Er war... Gulag, als die Sowjets meine Oma ins Tal brachten, um beim Erforschen der Ruinen zu helfen. Die Hexe hat sie ermordet. Das hat er nie vergessen. Aber eine richtige Hexe? Aus einem russischen Märchen? Klingt unwahrscheinlich. Tja, sei vorsichtig. Irgendwas ist in dem Tal. An diesem Ort passiert nichts Gutes. Langsam. Lara, warte. Ich empfange eine Übertragung. Das musst du hören. Overwatch, kommt! Sofortige Evakuierung! Scheiße! Was zum Teufel ist das? Es läuft! Was zum... Hast du das gehört? Das war die Hexe! Irgendwas geht da draußen auf jeden Fall vor. Egal was es ist, wir werden es herausfinden. Thank you.
irgendein Zeichen vom Großvater? Bist du noch auf dem Weg zum Tal? Nein, aber ich gehe bald zurück und schaue nach. Nimm den hölzernen Steg an der Klippe. Er führt direkt dorthin. In den alten Tempel. Geh zum hölzernen Steg an der Klippe. Ein Seil sollte dorthin führen. Auf diesem Pfad kommst du direkt ins Tal. Definitiv etwas hinter dieser Tür. Ohne diesen Ort, diese göttliche Skulptur aus Wind und Stein, wären wir verloren gewesen. Die Geschichte des Spähers, der diesen Ort fand, kennen wir alle. Aber die meisten von euch wissen nicht, wie nah wir dem Tod waren. Verirrt in den Bergen, ohne Nahrung, ohne Hoffnung. Wir hatten Zweifel am Propheten bekommen. Aber der Späher hörte den Klang und nahm ihn als Zeichen. Er allein stieg die Klippen hinauf, angelockt von der Musik. Und dort sah er unsere Rettung. Dieser Schrein ehrt nicht nur ihn und seinen Mut, sondern die Kraft unseres Glaubens. So, wenigstens funktioniert das Gegengewicht noch. Wenn ich das Tor runterlasse, kann ich höher hinaufklettern. Ich müsste das Gegengewicht mit der Winde verbinden können. Es heißt, das erste Mal den Klang zu hören, vergesse man nie. Meine Eltern waren mit mir hier, um das Mysterium des Schreins zu erleben. Irgendwann bringe ich meine eigenen Kinder her. Es heißt, ohne die Musik der Berge wären unsere Vorfahren bis zu ihrem Tod umhergewandert. Doch dann haben die Berge sie heimgerufen, so wie sie auch mich rufen. Ich müsste das Gegengewicht mit der Winde verbinden können.
Vielleicht kann ich es schwingen. Irgendwie. Vielleicht kann ich es schwingen. Irgendwie. Gewicht hängt fest. Ich muss durch diese Tür. Was ist das für eine Klinge? Ich muss das besser abpassen. Verschiedenen Betrachtungen zu Willenskraft. Mehr weit bis zum gottlosen Tal. Geh einfach den hölzernen Steg an der Klippe hinunter.
höre ich da? Ist ein kleines Lager. Großvater scheint es ja bis dahin geschafft zu haben. Du bist schon fast im Tal. Baba Yaga ist, aber hier draußen ist etwas. Sei vorsichtig. Das ist... Nadja, meine Enkeltochter. Mittlerweile weißt du es. Ich werde in das Tal gehen, um die Hexe zu vernichten. Baba Yaga, ich werde Rache für deine Großmutter nehmen. Es sind Neuankömmlinge in unserem Tal, bewaffnete Männer, die in Helikoptern kommen. Ich weiß nicht, was sie wollen, aber wenn ich gehen will, ist dies meine letzte Chance. Du verdienst es, die Wahrheit zu erfahren. Den Grund. Dein Großvater ist kein weiser Mann. Mit harter Arbeit bin ich ein guter Mann geworden für deine Großmutter. Aber das war nicht immer so. Ich kam aus dem Westen, wo selbst ein kleines Dorf tausende Einwohner hat. Ich war ein fauler Bursche und beim Eintritt in die Partei träumte ich von einem unbeschwerten Leben. Einem bequemen Schreibtisch in der großen Stadt. Aber sie schickten mich hierher ans Ende der Welt. Um Männer und Frauen arbeiten, hungern und sterben zu sehen. Um Teil ihrer Bestrafung zu sein. Ich wusste, dass das böse war, aber ich wusste nicht, wie man kämpft, bis ich sie traf. Ihr Land. Den ersten Kontakt mit dem älteren Einheimischen hatten wir um 0700. Zuerst glaubten wir, dass er an einem Angriff auf die Anlage beteiligt war, doch er entfernte sich durch eine nicht kartierte Schlucht.
Wir wurden autorisiert, ihm mit etwas Abstand zu folgen und schon sind wir auf Ruinen und andere vielversprechende Zeichen gestoßen. Wir versuchen hier draußen die Ruhe zu bewahren, aber das sieht nach einem großen Fund aus. Dieser Entdeckungsbonus ist uns so gut wie sicher. Nein, ich muss träumen. Ist nicht real. Das kann nicht sein. Lara, Lara. Dad? Nein, das kann nicht sein. Nein, warte. Halt. Halt. Wo bin ich? Wie weit geht dieser Weg? Komm her. Das ist nicht echt. Nicht er. In den Mythen steckt die Wahrheit. Ich will nur weg. Bitte. Thank you.
mich! Das kann ich! Komm, mein Vater erwartet dich! Nicht her! Ich bin hier, glaube ich. Was ist passiert? Du hast gehustet und etwas von Blumen und Pollen geredet. Und dann nichts. Ich habe gedacht, die Hexe hätte dich umgebracht. Ich glaube, ich habe halluziniert. Gott, ich hoffe es. Halluziniert? Es gibt im Tal eine Blume, die Vision verursachen kann. Aber ihre Wirkung ist zu schwach. Weißt du, was das für ein Ort ist? Ich sehe Rohre und Leitungen. Sowjetisch, wie es aussieht. Das muss der Vorposten der Sowjets zum Erforschen der Ruinen sein. Meine Großmutter war Wissenschaftlerin. Sie sollte dort bei den Forschungen helfen, aber es war das letzte Mal, dass Großvater sie sah. Es gab nur einen Überlebenden. Ein Offizier kam nach ein paar Wochen angestolpert. Er sagte, die Hexe hätte sie Dinge tun lassen. Ich habe meine Tochter nie im Arm gehabt. Sie nahmen sie mir auf dem Operationstisch weg. Ich wollte kämpfen, aber sie sind viele und ich bin erschöpft. Dann schafften sie mich fort, rissen unsere drei Herzen auseinander. Sie brachten mich in ein verstecktes Tal mit uralten Ruinen. Sie sagen, wenn ich kooperiere, werde ich meine Familie wiedersehen. Ich werde diesen Monstern niemals trauen. Aber ich habe keinen besseren Plan. Hier gibt es seltsame Blumen. Der Pollen verwirrt meine Entführer zusehends und sie wagen sich nicht weiter als bis zu unserem kleinen Vorposten. Sie brachten mich her in der Hoffnung, dass ich ihnen mit meinem botanischen Wissen helfen würde, ein Gegengift zu finden. Endlich hat der Staat eine Verwendung für mich. Ich nicke und lächle. Ich spiele mit. Aber sie können mich nicht noch einmal brechen. Für meine Tochter, für Ivan, werde ich leben.
Ich wusste, es war ein Fehler, ihm ein Getränk ins Gesicht zu schütten. Ich tat es trotzdem. Ich dachte, dass Minister Dyatlovs verdutzter Blick den Verlust meines Forschungsetats wert wäre. Ich war so dumm. Die Ratten vom KGB traten noch vor dem Morgengrauen meine Tür ein. 5 Jahre im Arbeitslager. Sie haben nicht mehr den Mumm, es beim Namen zu nennen und nennen es Freiheitsstation. Lügner. Es ist ein Gulag. Ich habe mir geschworen, dass sie mich nicht brechen. Doch schon in der ersten Woche winselte ich um Gnade. Ich muss hier raus. Eine der Wachen, ein rotwangiger Bursche namens Ivan, hat mehr Herz als Verstand. Es schmerzt mich, seine Arglosigkeit auszunutzen, doch ich werde hier nicht verfaulen. Jemand war hier, vor kurzem. Hat auf den Ruinen aufgebaut. Was siehst du? Eine Art provisorische Destille. Nicht genau wie die Blumen. Scheiße. Na klar, sie verfeinert den Pollen. Macht ihn zur Waffe. Es gibt hier keine Magie, Nadia. Nur eine sehr schlaue Person. Aber warte. Wenn sie nur ein Mensch ist, würde der Pollen nicht auch bei ihr wirken? Wenn sie dagegen ankommt, können wir es auch.
Ivan, ich dachte, es wäre ganz einfach. Die meisten dieser stinkenden Schläger nehmen sich von den Gefangenen, was sie wollen. Ich habe Ivan gewählt, weil ich ihn für manipulierbar hielt. Aber es ist schlimmer. Er ist ein guter Mann. Er will genauso wenig hier sein wie ich. Diese Einstellung zählt zwar nicht viel, wenn er genug Essen und eine Decke zum Schlafen hat. Aber immerhin hat er einen moralischen Kompass, der den anderen fehlt. Dieser Ort macht ihn krank. Er weiß, dass er Teil des Systems ist und hasst, was er tut. Ich sah, wie er rebellierte, wenn er sich unbeobachtet fühlte, um sein Gewissen zu beruhigen. Ich habe ihm gesagt, dass das nicht reicht. Habe ihm gezeigt, wie er mehr tun kann. Wir haben gut zusammengearbeitet, unsere Flucht geplant. Aber es ist zu spät. Ich bin schwanger. Wir sind verflucht. Sind vergangen, seit mich die Mistkerle vom Gulag in dieses seltsame Tal verschleppt haben. Weg von Ivan und meiner Tochter. Sie haben mich beauftragt, einen Weg zu finden, die seltsame Wirkung des Pollens zu bekämpfen, der in der Luft hängt. Ich glaube, jetzt habe ich eine Formel, die wirken könnte. Ein Extrakt aus den Samenkapseln der Pflanzen. Die Leber von Tieren, die die Blumen fressen und die Toxine im Stoffwechsel haben. Ein Phenothiazin-Derivat. Die letzte Zutat ist ein Risiko. In der Gegend um den Gulag wird das Mittel in großen Mengen als Insektizid verwendet. Aufgrund der chemischen Ähnlichkeit mit anderen Verbindungen, die ich studiert habe, könnte es auch als rudimentäres Neuroleptikum fungieren. Oder es könnte giftig sein. Ich werde die Mischung heute an mir selbst testen. Ich habe etwas gefunden. Einer der Gefangenen hat eine Formel aufgeschrieben, die dem Effekt des Pollens entgegenwirken könnte. Das muss von meiner Großmutter sein. Die Hexe hat sie umgebracht und jetzt wird sie helfen, Großvater zu retten. Genau wie in seinen Geschichten. Nadja. Hab Vertrauen, Lara. Geh zurück zur Sowjetanlage, wo wir uns getroffen haben. Ich helfe dir zu finden, was du brauchst. Thank you.
Okay, Nadja. Ich bin zurück bei der Anlage. Hast du einen Tipp, wo ich suchen soll? Okay, okay. Zuerst die Samenkapseln. Die Blumen wachsen in den Höhlen in der Umgebung. Es sind nie genug, um dich krank zu machen. Da solltest du ohne Gefahr welche davon sammeln können. Die Lebern sollten einfach sein. Die Hirsche dort fressen diese Blumen. Du musst sie also nur aufspüren. Wegen des Insektizids habe ich eine Idee, wo wir etwas davon finden können. Großvater hat mir beigebracht, Russisch zu lesen. Ich gehe gerade alte Ausrüstungsverzeichnisse durch, um zu sehen, wo sie es aufbewahrt haben. Ich sag Bescheid, wenn ich es gefunden habe. Okay, dann werde ich jetzt die anderen Vorräte sammeln. Hallo. Hallo. Viele von uns haben für die Sowjets in den Minen gearbeitet. Selbst nachdem wir sie vertrieben hatten, starben sie an einer seltsamen Krankheit. Haben Sie die Mine bei der alten Sowjetanlage gesehen? Das sind die Blumen. Jetzt brauche ich die Samenkapseln. Ah, Sie sind zurück. Sie könnten uns helfen. Okay, fangen wir an. Ich möchte helfen. Was kann ich tun? Zuerst müssen wir möglichst viel über die Eindringlinge herausfinden. Wir brauchen jede Information, die sie im alten Gefängnis finden können. Ich mache Ihnen nichts vor. Es wird gefährlich. Aber die Informationen sind das Risiko wert. Helfen Sie uns? Ich gehe hin, sobald ich kann. Ich warte hier. Seit dem Notruf haben wir keine Übertragungen mehr bekommen. Wir müssen ein Rettungsteam losschicken. Beendet die Patrouille bei der Sowjetanlage. Versucht die Spur des einheimischen Mädchens aufzunehmen. Sie hat was mit dem Verschwinden von Bravo zu tun und wir brauchen mehr Infos, bevor wir weitere Leute reinschicken. Verstanden? Kannst du dich in Sicherheit bringen? Ich bin in einem alten Unterschlupf und habe draußen Seilfallen aufgestellt. Im schlimmsten Fall gibt es einen Tunnel, durch den ich fliehen kann. Aber ich muss die Liste noch fertig lesen. Ist das normal für dich, Lara? Ich bin das nicht gewohnt, also dass man mich umbringen will. Ich glaube nicht, dass man sich daran gewöhnen kann. Also, pass auf.